Hallo zum Sport, wie angekündigt mit einem ausführlichen Bericht vom Ermstal-Marathon aus Metzingen. Schon am frühen Sonntagmorgen war auf dem Kelternplatz ordentlich was los. Ex-Kollege Sebastian Hanser-Hauenstein führte schon als einer der Sprecher des Laufes die ersten Interviews hier mit Corinna Könning vom TSV Klems, die er leider verletzungsbedingt nicht starten konnte. Auch Kollege Roland Steck war natürlich schon früh auf den Beinen, hier im Smalltalk mit Metzingens Oberbürgermeisterin Carmen Haberstroh. Bevor es losgeht, hat er auch mit einem der Organisatoren der Mammutveranstaltung gesprochen. Uwe Euchner vom Veranstaltungsteam. Vielleicht das heißeste Wochenende des Jahres. Ja, 13. Ermstal-Marathon. Wie sind die Erwartungen? Ja, die Erwartungen sind wie immer. Wir hoffen, dass alle gesund hier wieder ankommen. Das ist bei dieser Hitze die Hauptsache. Wir haben rund 2100 Teilnehmer auf der Strecke und da ist das das Allerwichtigste. Wir müssen ein bisschen aufdröseln. Wie viel sind Sie im Marathon, wie viel sind Sie im Halbmarathon, wie viel sind Sie im Zehner? Ja, wir sind im Halbmarathon, sind knapp 100 Teilnehmer gemeldet, im Halbmarathon 470 ungefähr und 1100 im Zehner. Was sagt man so einem Läufer? Das sind natürlich viele Profis dabei, aber auch viele Hobbyläufer. Worauf kommt es an bei der Hitze? Nicht so schnell angehen, viel trinken oder was ist es? Ja, sicher, die Laufeinteilung ist natürlich wichtig. Die Profis wissen, wie es geht. Die Läufer, die eben nicht so oft laufen, lieber langsamer angehen. Und viel trinken unterwegs. Wir haben viele Stationen aufgestellt, wo man Flüssigkeit auffüllen kann. Und das ist mit Sicherheit das absolut Notwendige. Uwe, es gibt natürlich nachmittags auch Schülerläufe. Wie viele nehmen da teil? Ja, etwas über 300 Teilnehmer haben wir bei den Schülerläufen. Wir hätten gerne ein bisschen mehr gehabt, aber ist halt alles schwierig geworden nach Corona. Aber langsam steigen die Zahlen wieder. Kann man sagen, es gibt weniger Laufgemeinschaften, weniger Firmenteams, die haben sich noch nicht so rekrutiert wieder? Also das können wir ein bisschen feststellen, dass in den Firmenteams nach Corona einfach nicht mehr so viel los ist. Es sind einfach weniger, die dort starten. Aber ich denke auch, das wird wieder wachsen im Laufe der Zeit. Wie viele Helfer sind im Einsatz? Ja, wir haben bestimmt über die ganze Strecke 200, 250 Helfer am Start. Möge sich die Mühe gelohnt haben und heute auch dir ein schönes Tag. Ja, danke, vielen Dank. Also drei Hauptwettbewerbe hatten die Veranstalter mit den drei Vereinen TSV Urach, TSV Dettingen-Erms und TuS Metzingen im Angebot. Zudem also noch Schülerläufe und Nordic Walking. Die Oberbürgermeisterin schickte dann die Läuferinnen und Läufer zu den Klängen von AC/DC auf die Strecke. Der Startschuss für den Zehner fiel wieder in Bad Urach. Das Feld hoffentlich nicht auf dem Highway to Hell, sondern hoffentlich kommen bei dieser Hitze alle wieder gesund zurück. Die Unterstützung der Zuschauerinnen und Zuschauer war allen schon mal sicher und die Medaillen lagen im Zielbereich auch schon bereit. Ja, der erste Zieleinlauf ließ dann nicht lange auf sich warten. Ein packendes Finish bei den Jungs auf der 10-Kilometer-Strecke. Die Reihenfolge im Ziel: Silvan Rauscher in Rot von der TSG Münzingen gewinnt den Zehner in 31 Minuten und 16 Sekunden, knapp vor Julian Gehring, LG Vogtland und Dominik Notz, der für die LG Tels Finanz Regensburg an den Start ging. Rauscher war einen Tag zuvor noch, wie im Ticker vermeldet, im Trikot der LAV Stadtwerke Tübingen bei den deutschen Meisterschaften in Kassel über die 3000 Meter Hindernis am Start. Da wurde er übrigens Zehnter und über den Zehner in Metzingen verteidigte er seinen Titel aus dem Vorjahr. Alles notiert von Printkollege Wolfgang Seitz. Sanitätshaus Krüger, Ihr Partner für Ihr Wohlbefinden. Wir kümmern uns um Ihre Gesundheit und machen Sie laufend fit. Ja.
So, dann aber wieder der Fokus auf die Strecke, denn nur wenige Minuten nach den schnellsten Männern kam die nächste Lokalmatadorin und Titelverteidigerin ins Ziel. Ihr Hanle verbesserte in 34 Minuten und 2 Sekunden ihren eigenen Streckenrekord. Chapeau. Auf Platz 2 lief wie schon im Vorjahr in 35 Minuten und 53 Sekunden die x-fache deutsche Meisterin auf der Bahn, Sabrina Mockenhaupt-Gregor. Mocki, wie sie alle nennen, startet ja schon seit längerem für den LV Blitzhausen. Auf Platz 3 landete ihre Teamkollegin Michaela Weiß und wir haben die Stimmen im Ziel. Das ist genau mein Wetter. Ich habe auf jedes Grad gehofft. Da war es relativ lange einsam. Nee, bis Kilometer 5 war ich in einer schönen Dreiergruppe und dann allein gezogen, aber das ist auch in Ordnung. Ich dachte eigentlich, du läufst gestern in Kassel bei den Deutschen, warum nicht? Ich habe einen Fersensporn, der mir auf der Bahn noch mal mehr das Leben schwer macht als auf der Straße schon. Insgesamt ist die Form nicht ganz da, wo ich sie gern hätte und dann weiß ich, bin ich nur frustriert und dann mache ich lieber das hier, was Spaß macht. Wir gratulieren herzlich, alles Gute. Vielen Dank. Mega zufrieden. Als ich wusste, wenn ich hier an den Start gehe und die Lea läuft, die wollte heute Streckenrekord laufen, hat sie ja grandios gezeigt und bewiesen. Und da habe ich mich auf meinen zweiten Platz konzentriert. Und man darf nicht vergessen, dass ich 42 bin. Ich war das Wochenende unterwegs, charity-mäßig, und habe gedacht, jetzt läufst du heute noch schnell, dann hast du dein Training erledigt. Und wenn der Lauf hier ist, dann muss man einfach dabei sein. Das ist ja meine mittlerweile Haus- und Hofstrecke. Wie lang war der zusammen oder bist du relativ früh dein Rennen gelaufen? Die Lea war von Anfang an direkt weg, hat direkt ein furioses Tempo da vorgelegt und da hätte ich keine Chance, nicht ansatzweise. Also da muss man schon, tolle Leistung auf der Strecke bei der Hitze, so schnell zu laufen. Wie war es unterwegs? Waren da Leute? Man sagt ja immer, von Urach nach Metzingen geht es bergab, aber ich glaube, man empfindet es nicht ganz so. Doch, es war viele Zuschauer an der Strecke, schon immer leicht abschüssig, der Wind hätte jetzt noch ein bisschen schöner sein können und Rückenwind, aber der hat dann noch ein bisschen gekühlt, also es ist schon heiß und wir wollen mal hoffen, dass heute alle gesund ins Ziel kommen. Ich denke mal, das ist heute Wichtigste bei der Hitze. Also ich muss sagen, es war von Anfang an richtig schwer. Ich hatte jetzt ja nur so 4-5 Stunden Schlaf von gestern, bin gestern Abend Wettkampf gerannt. Dann wollte ich am Anfang eher schon den Streckenrekord angreifen, aber es war dann relativ schnell klar, dass es nichts wird. Dann sind wir alle drei einfach nur auf Sieg gelaufen. Haben mich versucht immer zum Lösen, aber hat nie geklappt, die waren immer an mir dran. Und dann konnte ich auf die letzte Weise 200 Meter, konnte ich dann noch ein bisschen attackieren. Bin jetzt einfach nur froh, dass ich gewonnen habe. Wie kommt man auf die Idee, am heißesten Wochenende sich so einen sportlichen Stress zu machen? Ach, mir macht die Hitze gar nicht so viel aus. Ich trainiere ja auch den ganzen Sommer über in der Hitze. Ich muss sagen, ich bin echt ein Hitzeläufer, da habe ich Glück. Macht mir nicht so viel aus. Also ich bin heute echt super zufrieden mit dem Lauf, habe den voll aus dem Training bestritten. Habe mir am Dienstag oder am Mittwoch habe ich mir überlegt, heute zu laufen. Mit Fuengi, die Moderatorin, auch kurz geschrieben und gestern bei ihm geschlafen. Also ja, war voll das gelungene Wochenende auf jeden Fall. Und bin einfach happy, hier quasi heute gelaufen zu sein und die gute Stimmung heute hier voll mitgenommen zu haben und trotz den Bedingungen noch eine gute Zeit gelaufen zu sein. Es war anstrengend, es war heiß, aber es macht unglaublich viel Spaß und ich finde es klasse, dass es diese Läufe hier gibt und alle, die das mitorganisieren, sind ganz, ganz große Klasse. Herzlichen Dank. Weiter geht's mit dem nächsten Zieleinlauf. Anthony Tomsig im blauen Dress der LAV Stadtwerke Tübingen war klar der schnellste über die Halbmarathondistanz. Seine Zeit 1 Stunde, 11 Minuten und 37 Sekunden. Was ist besser, der Sieg oder das Eis danach? Das Eis, auf jeden Fall. Was war unterwegs? Gab es auch mal Schatten? Sehr wenig, aber ich habe versucht, die Kurven auszugleichen, dass das doch ein bisschen Schatten dabei war. Es ist einfach im Juli eine harte Strecke, aber es ist auch gut. 1:11 mit der Zeit, zufrieden? Ja. Ich wollte schon den Streckenrekord angehen heute und war einfach nicht der Tag. Erstens von Bedingungen, zweitens war ich auch einfach nicht fit. Auf Platz 2 lief Christian Reusch von der SG Dettingen-Erms und hier haben wir den dritten über die Halbmarathonstrecke, Luki Ilomo im orange-schwarzen Dress des TSV Glems.
Ja, und da haben wir den Führenden im Marathon kurz im Bild am Wendepunkt. Richard Schumacher vom Sparda-Team Rechberghausen lief da allen davon. Dann kommt nach einer Stunde 29 Minuten und 47 Sekunden die Siegerin des Halbmarathons ins Ziel. Und die heißt Lea Kaufmann und kommt aus Schramberg. Sie verwies Laura Masocca, TF Feuerbach und Katja Schimanski, BSG Festo Esslingen, die wir hier sehen, deutlich auf die Plätze. Herzlichen Glückwunsch, Halbmarathonsiegerin. Danke, mein erstes Mal gewonnen, das ist so geil. Wie war es unterwegs? Toll. Einfach toll, wunderschöne Strecke. Danke an alle, die Wasser ausgeschenkt haben und gespritzt haben. Man darf aber schon sagen, vielleicht das heißeste Wochenende des Jahres. Ja, wirklich, ausgerechnet, aber super toll. Und vom Schwarzwald aus macht einem das nichts aus? Mein Bruder wohnt hier, ich besuche ihn, ganze Familie ist dabei. Ich fand es schon sehr heiß. Mein, auf dem Halbmarathonweg hat man die Sonne nur einmal im Gesicht. Die Marathon ist dann zweimal, aber ist trotzdem schon anstrengend. Der Abstand zur ersten war groß. Seid ihr getrennt gelaufen? Wir sind getrennt gelaufen, ja. War ein bisschen heiß im Armstal. Ja, war ein bisschen heiß, vor allem dann auf der zweiten Strecke, wenn die Körpertemperatur eh schon oben ist. Ja. Seid ihr gut versorgt worden mit Flüssigkeit, Getränke? Ja, bestens. Also es war hier sehr gut. Man hatte immer rechtzeitig wieder einen Schwamm in der Hand, um sich wieder runter zu kühlen. Also war es sehr gut. Sonst hätte ich auch nicht so schnell laufen können. Beifall gab es für alle, die bei diesen Bedingungen das Ziel erreichten. Es ging ja nicht nur um mehr Zeiten und Platzierungen, so auch für Maurice André Iseli, der beim Zehner an den Start ging. Klasse. Dann lief die Zeit runter und stoppte bei 2 Stunden, 48 Minuten und 43 Sekunden. Richard Schumacher heißt der Marathonsieger. Schumacher war schon von 2016 bis 2018 dreimal in Folge der schnellste in Metzingen. Knapp 11 Minuten betrug sein Vorsprung auf Simon Zimmer vom TSV Glems. Heute war es schon am heftigsten. Also ohne die ganzen Duschen und Helfer und Schwimmer wäre das gar nicht gegangen. Dann ja auch schon, glaube ich, mit über 30 Grad jetzt. Und es hat halt kaum Schatten. Ne? Praktisch gar keinen Schatten. Ne? Wie hart ist es, ganz allein zu laufen? Das würde eigentlich gehen, aber das Heftigste ist wirklich die Hitze. Man weiß gar nicht, wie du da laufen sollst. Denn sobald du ein bisschen zu schnell wirst, kann es sein, das geht überhaupt nicht mehr. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber ich bin so happy mit der Zeit. Und dann war es noch das perfekte Ergebnis für mich. Es hätte besser laufen können eigentlich. Gibt es irgendwelche typische Marathon-Einschnitte, Kilometer 30, Kilometer 38? Also 30 dann voll Richtung Urach und wieder zurück war schon ein hartes Stück. Und dann aber, weil ich ja die Strecke gut kenne, mit dem Wissen, dass es eigentlich das Schwerste geschafft ist. Und natürlich mit den ganzen Leuten, die ich an der Strecke kenne, war es dann einfach bloß ein Traum. Dritter wurde Steffen Schlegel aus Filderstadt. Eigentlich sollte es unter 3 Stunden sein, aber ich bin zufrieden. Du bist eigentlich ein Profi, du läufst jedes Wochenende, wenn ich es richtig weiß. Ambitionierter Amateur, sagen wir mal so. Leidenschaftlicher Läufer. Und im besten Alter? Ja, dieses Jahr 50, aber 1. November, aber Altersklasse 50, ja. Und da kommt die erste Frau über die Marathonstrecke und das ist mit Silke Holzmann von der LAV Stadtwerke Tübingen, eine Läuferin, die ja hier in der Region immer wieder zu sehen ist. Prima, sie überquerte noch unter 3,5 Stunden die Ziellinie und war damit auch Gesamtsechste. Sonja Retter und Maria Hofgärtner belegten bei den Damen die Ränge 2 und 3. Ich wage es kaum zu fragen, wie war's? Sehr warm und schon zäh, aber ich habe so gedacht, ich laufe lockeres Wohlfühltempo durch und das hat eigentlich gepasst. Zweite Runde schon hart, aber ich hatte 2 Führungsfahrräder vor mir und das war dann ganz okay, waren wir nicht so alleine. Ich bin mal froh, wenn wir in Urach zurückkommen zum letzten Mal oder gibt es so 30, 38 Kilometer Knackpunkte? Nee. Zurück nach Opfernurach. Das ist okay. Man kann fast von mir Genuss sprechen. Ja, in Anführungszeichen. Ja, es war schon sehr anstrengend, aber letztendlich war Finishens Ziel, einteilen. Am Anfang geht es immer schneller, hinten raus wird es immer schwer. Von dem her
Hauptsache angekommen. Die Schwämme haben mir heute das Leben gerettet. Immer einen kühlen Kopf bewahrt und das war die Hauptsache. Dritter Platz im ersten Marathon. Wie geht sowas? Ja, weiß nicht, genau. Ich habe die Goggins Challenge als Vorbereitung gemacht und irgendwie lief es gut, aber auch nur wegen dem Team, wirklich. Ich war so begeistert. Lauter Stationen, nette Leute, sonst wäre es nicht gegangen. Wie hart ist die Hitze? Schrecklich. Ich habe gestern noch überlegt, ob ich auf den halben ummelden soll, aber habe mich dann doch entschieden, den zu machen. So, wir sind auch fast durch. Ein erstes Fazit der Veranstalter haben wir aber noch und einen Nachklapp gibt es in den nächsten Tagen auch noch. Also für das, dass wir heute wieder Temperaturen haben, wirklich fern von Gut und Böse, das ist unglaublich hier. Das Fazit hier, absoluter Wahnsinn. Auch die ganzen Läufer, vor allem muss ich sagen, beim 10-Kilometer-Lauf, es ging noch nie so friedlich oder auch wenn man auch zu den Läufern was gesagt hat, dass man ein bisschen das Feld aufrücken soll. Es ging noch nie so reibungslos über die Bühne wie dieses Jahr, das muss man ganz ehrlich sagen. Und auch jetzt noch, was auf der Strecke ist und so. Jeder kommt hier überglücklich ans Ziel und ist zwar erschöpft, aber doch happy bis zum Schluss. Dann möchte ich sagen, herzlichen Dank, Glückwunsch zu der Veranstaltung und bis zum nächsten Jahr. Vielen lieben Dank und wir sehen uns nächstes Jahr wieder am zweiten Sonntag im Juli. Dankeschön. So sieht's aus, ist notiert. Das war's fürs Erste aus Metzingen.